Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Und wir sind in Balotellis Versteck und versuchen hier mal weiterzukommen. Schauen wir mal. Wir waren ja auf dem Weg nach oben. Na? So natürlich nicht. Na. Hopf. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung reinfuchsen. Ich habe jetzt gerade eine neue Aufnahmesession gestartet und dann ist der Steuerung, die eh schon so ein bisschen hakelig, fummelig ist, immer noch so ein bisschen. Es ist ja nicht so, dass die Steuerung so schnell und einfach ist, dass man sich da schnell wieder reinfuchst. So. Ups. Jetzt müsste es aber gehen. Genau. So, jetzt sind wir erstmal wieder oben. So, hier sind ja die toten Ratten vom letzten Mal. Und wir waren ja auf dem Weg nach hierhin gewesen, beziehungsweise wir waren ja schon da oben. Aber dann hat es uns ja irgendwie zerbröselt. An der Stelle. Okay. Gehen wir mal einen Schritt nach rechts. Noch einen Schritt nach rechts. So, wir müssen da irgendwie da hochkommen. Ja. Hangeln wir uns ein bisschen rechts rüber. Und dann müssen wir doch irgendwann hochkommen. So. Ich habe keine Lust, hier wieder runterzufallen. Habe ich auf der Gen-Taste. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie kommen wir jetzt dahin. Ich glaube, dann müssen wir nochmal einen Schritt den einen oder anderen rüber machen. So. Das sieht doch gut aus. Wir machen einen Schritt zurück und dann. Yes! Supi! So weit, so gut. Hier sind wir. Was bringt uns das Ganze jetzt hier? Okay, an der Stelle ist mal nichts Großartiges. Ah! Du, alte Nase hier, musst du mich so erschrecken? Na, wenigstens hast du ein kleines Medikit fallen lassen. Da stöhnt er mich einfach von der Seite an. Das darf aber nicht wahr sein. Tönt er mich von der Seite an. Was bringt uns das Ganze denn jetzt eigentlich hier? Wir sind jetzt hier. Achso, jetzt müssen wir da wieder hin. Oh. Ah, was freue ich mich jetzt gleich schon auf diesen Sprung. Yeah. Ah, da ist doch irgendwas. Da ist ein Hebel. Okay. Nochmal einen Schritt zur Seite. Ich verstehe nicht, warum sie sich dann anfängt zu drehen. Das verstehe ich nicht. Mache einmal ein Safe, dass wir so weit gekommen sind. Ich glaube, wir können die große Mauer überspeichern. Und. Hüpf! Okay, wir haben es geschafft. Wir leben noch. Wir leben noch! Okay, irgendwas hat das jetzt gemacht. Die Frage ist, was? Jetzt müssen wir wieder zurück. Okay. Kommen wir von hier aus noch irgendwo hin, wo es sinnvoll wäre? Ich sehe jetzt keinen. Aha. Aha, aha, oho. Da ist was runtergekommen. Okay.
Ach so, jetzt können wir von. Jetzt könnten wir darüber hüpfen. Okay, jetzt verstehe ich das. Ist nur die Frage, wie kommen wir jetzt wieder unbeschadet zurück? Könnten vielleicht von dem, wo wir eben vom Dachbalken rübergekommen sind, auf das andere springen oder uns runterfallen lassen. Könnte gehen, oder? Gucken wir mal. Ah, das könnten wir überleben. Ah, das liegt vielleicht daran, weil der jetzt auch nach oben gezogen worden ist. Okay. Ich hoffe, man hat meinen Husten gerade nicht gehört. Klasse. Das hat ja gut geklappt. Da waren wir zu voreilig. Okay, nochmal einen Schalter umlegen. Boah, oh, war das knapp. Mit Glück gehalten. So. Also mit Anlauf brauchen wir da auf jeden Fall nicht drüber. Das steht schon mal gerade irgendwie fest. Nein. Ah. Diese Steuerung. Ich wollte eigentlich gesprungen sein, dann nach vorne, aber das ist dann immer wie diese Koordination der Finger. Das ist echt schwierig, wenn man sich so anstellt wie ich. Okay. Das klappt ja jetzt schon mal so weit. So gut. Oh. Genau. Genau, so, das hat doch geklappt bis hierhin. Ja, jetzt müssten wir doch an den Schlüssel kommen, oder? Oder? Und. Ast rein. Aha, du sagst es. Aha. So, jetzt sind wir erstmal wieder unten. Das Feuer brennt und verbrennt uns. Hier war das auch, dass uns das hier eigentlich gar nichts bringt, oder? Hier durchzugehen. Nee, hier ist es nur Wasser. Ich glaube, wir mussten nach oben. Aber, jetzt kommt ein Aber. Wir speichern einmal. Genau an derselben Stelle wie gerade. Wir haben jetzt den Schlüssel. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Dass wir jetzt den Schlüssel haben. Jetzt müssen wir nur irgendwie wieder nach oben und irgendwie das Ganze wieder rückgängig machen. Denke ich. Wie gut, dass die Kronleuchter so robust sind. Und einiges aushalten. Ja, das ist die Frage. Müssen wir nach da? Bringt uns das was? Da ist ja auch der Schalter. Bringt uns das was? Oder müssen wir doch noch eins höher? Ich weiß es nicht, ob man die Schalter wieder zurücklegen kann. Ich speichere an der Stelle. Dann sparen wir uns ein bisschen Weg. Ich will da jetzt einmal rüber hüpfen. Gucken, ob das überhaupt geht. Wie ich mir das vorstelle. Probier es erstmal so. Ja, das klappt schon mal nicht. Okay, da wissen wir. Das klappt nicht. Okay, das klappt. Da würden wir hinkommen.
Ich dachte schon, du läufst weiter, Lara. So. Hey, hier ist ja das Kaminchen. Ah, jetzt haben wir den Schlüssel. Ich glaube, jetzt müssen wir da sogar lang, ne? Okay, wir lassen es mal fallen. Okay, wir leben noch. Okay. Da war ein Hebel, den man umlegen kann. Es blendet hier gerade so schön die Sonne. Was ist hier? Bücher. Da kommen wir nicht hoch. Was ist, wenn wir den Hebel da umlegen? Ich bin ja jetzt neugierig. Ist das Gatter da auf? Okay. Glaube, ich bin manchmal zu neugierig hier. Ach so. Das wäre dann irgendwie eine Abkürzung. Oder geht's noch tiefer? Leck mich doch. Ich sehe hier gerade gar nichts mehr. Was ist das? Granaten. Okay. Ich glaube, mir geht so langsam die Luft aus. Und da ist eine Platte. Nein! Uns geht die Luft aus. Hilfe! Das war's. Ja, ich sehe, ich habe leider immer noch durch mein Aufnahmeprogramm, sehe ich das einfach nicht. Aber wir wissen jetzt ungefähr, wie wir lang müssen. Und es ist hier auch sehr, sehr hell gerade in meinem Aufnahmeraum. Was dann auch so ein bisschen irritierend ist, wenn es dunkel ist. Okay. Aber so weit, so gut. Wir wissen schon mal, wo wir jetzt ungefähr hin müssen. Würdest du, das möchte ich jetzt einmal so probieren mit der Fackel. Wir haben 17 Stück, das sind ja sicher reichlich. Die denn überhaupt unter Wasser geht. Das wäre mal schön. Es bringt auf jeden Fall was. Jetzt muss man sich nur beeilen. Ist hier sonst noch irgendwas? Da ist ein Hebel. Ich glaube, jetzt können wir oben raus, ne? Ja. Können einmal Luft holen. Da ist Feuer. Ach Gott, ich weiß, wo wir sind. Nochmal Fackel, ist ja gerade eklig dunkel. Aber da wollten wir ja nicht hin zum Feuer, oder? Ist hier sonst noch? Nee, da ist auch nichts. Es ist zwar interessant, aber wirklich weiter. Ah,
bringt uns das jetzt auch nicht. Das Interessanteste waren jetzt die Granaten. Und Luft holen. So, hier war sonst auch nichts. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Ob wir hier überhaupt weiterkommen, ist jetzt die Frage. Das war auf jeden Fall schon mal der richtige Schlüssel. Und an der Stelle speichern wir auch gerade einmal. Da kommt er einfach auf mich zu und will mich umbringen. Ich glaub's doch wohl nicht. Die Schläger hier in dem Spiel, die machen einen fertig. Na. Aha. So, da ist ein Hebel. Ich möchte, bevor ich den Hebel umlege, mich hier erstmal noch genau umkicken. Umschauen. Da oben ist auf jeden Fall was. Da kommen wir aber, glaube ich, nicht ran, oder? Oder kommen wir da ran? Ich probiere es mal aus. Nur probieren geht über studieren. Okay, wir können hier hochklettern. Ah, ja. So weit, so gut. Aber was bringt uns das hier? Außer, dass wir zu noch einem Hebel hier kommen. Okay, den habe ich nicht gesehen. Okay, am Eingang hat sich eine Tür geöffnet. Die mir jetzt gerade nicht so gefällt, ganz ehrlich. Weil da habe ich gesehen, dass da einer rumläuft mit einer Waffe. Und das mag ich nicht. Komm her, du. Die ballern hier immer so rum. Furchtbar. Und er hat ja noch nicht mal was dabei. Ich will Loot. Okay, jetzt kommen wir hier schon mal irgendwie nach draußen. Okay, wir müssen irgendwie nach oben. Nicht nur irgendwie, sondern irgendwie so. Ja, es sieht alles nicht so aus, dass man da irgendwie so hochklettern kann, aber ist doch irgendwo auch von der logischen Komponente her logisch. Es ist logisch, dass es logisch ist. Also ist es logisch. Das ist nur logisch. So, jetzt sind wir hier. Gucken wir mal. Bringt uns nichts. Okay, wir müssen noch ans Höher. Gleich haben wir es geschafft. Hier oben noch irgendwas Interessantes? Nein. Okay, das sieht alles noch sehr interessant aus. Ich speichere mal an der Stelle. Falls wir nicht zurück können. Aber ich sollte jetzt, glaube ich, auch den Part erstmal beenden. Und wir sehen dann, wie es weitergeht hier im nächsten Part.
Wir haben auch immer noch nicht den anderen Schalter umgelegt. Aber das werden wir vielleicht auch im nächsten Part tun. Wir sehen dann erstmal im nächsten Part, wie es hier weitergeht. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.